So, guten Morgen, Leute. Ich habe mal überlegt, okay, ich fange mal an mit Vlogs und so. Und heute trainieren wir den Sören. Und heute steht mal wieder Schnelligkeit an. Heute dieses Mal auf dem Kunstrasen. Mal schauen, welche Übungen wir machen werden. Mal schauen, wie der das Ganze sieht. Und ja, ich lasse euch auf jeden Fall teilhaben, Leute. Was jetzt echt. Deine Kennzeichen sind, wir spielen von Geld zu Geld, also wir sind im gelben Feld, das ist die Hühnchen, wir sind so gewachsen in diesem Feld. Du hast hier damit, und damit Menschen gegen Spieler, und du hast, klar, bei den Gegenspielern musst du auch vorbei, aber da musst du nicht großartig was machen. Und dann gibt es die zwei, dann gibt es noch zwei wichtige Merkmale, die du achten sollst. Du schützt mir so die Platten. Sohle. Immer seitlich Sohle. Du kannst von mir aus hier rüberlaufen oder einfach Sohle. Hast du das gesehen? Das ist eine Sohle. Hier, also darfst du nichts anderes machen, außer du musst hier irgendwas spielen. Das heißt, du musst hier Schlafmal bekommen. Wenn ich rot sage, du läufst hier rum, du erkennst hier blau. Blau hast du da erkannt, oder? Ja. So, mit dieser Bewegung musst du, in dem Moment guckst du nicht mehr nur auf den Ball. Du musst doch so weit sein, dass der Ball für dich, das hast du im Schlaf, du weißt, wo der Ball ist. Das heißt, du hast blau gesehen, du guckst hoch, du guckst nur noch hoch, du musst jetzt nur noch nach außen gucken. Und du weißt, dass, du siehst, dass da weiß ist. Also ist hier blau, hier ist weiß. Dann musst du nur noch darüber schauen, gelb. Und dann musst du hier keinen Bogen mehr machen. Du bist hier gelaufen. Du bist hier gelaufen. Du bist hier gelaufen. Hier sind Bogen machst du. Das möchte ich nämlich nicht. Schnell zum Tor. Das heißt hier, du musst schnell erkennen, okay, hier ist blau, hier ist weiß, hier ist gelb. Zack. Hier, diesen Weg musst du gehen. Du steckst das doch einen Kilo und dann gehst du hier durch. Aber im Tempo. Okay, nicht in deinem. Weil jetzt warst du schon wieder so. Das mag ich wieder, ne? Ja. Mehr Tempo da. Das musst du wissen. Das ist gelb. Du hast da das. In dem Moment, volle Fokus auf die Übung. Was passiert hier? Und das Erste, wenn du weißt, es ist ein Farbenspiel, in dem Moment, wo du in ein Feld reinkommst, wo du Farben siehst, weiß, gelb, rot, blau, ist das Erste, was du machst. Du versuchst, in diesem Feld zu kommen, entweder durch dich schon im Feld rein, oder du stehst draußen vom Feld und das Erste, was du machst, ist dir einzuprägen, wo die Farben sind.
Nicht der, was bedeutet dieser Dame, nicht was bedeutet es, sondern wo sind die Farben. Denn das Spiel geht am Ende, das Spiel endet bei den Farben. Es ist so wie, du bist auf dem Feld. Das erste, das Wichtigste ist, wo sind die Tore? Wenn du hier in so einem Feld stehst und das Tor ist nicht hier, sondern da drüben, macht es ja keinen Sinn, die ganze Zeit hier drauf zu spielen, oder? Das heißt, du drehst dich sofort auf das Tor. Und das Gleiche gilt auch hier. Beim Farbenspiel sind die Farben sehr, sehr wichtig. Also orientier, wo sind die Farben? Blau, Weiß, Gelb, Rot. Und das musst du dir einprägen. Auf jeden Fall einprägen, nicht mehr vergessen. Du musst, auch wenn du dich dreimal drehst, musst du wissen, blau ist da hinten. Vorreiten! Weiß! Tempo, komm, nicht langsamer. So, nehmen wir. Oh, wir waren nicht kontrolliert. Einfach ein bisschen klatschen. Klatschen lassen, was man will. Genauso. Gut so. Weiß? Ja. Gut so. So will ich es haben, Junge. Bei dieser Übung ist es natürlich wichtig, dass die Kinder sich wirklich müssen lernen, sich in den Raum zu orientieren. Schnell zu reagieren. Auch ja, die Dame ist nicht nur als so eine Statue zu sehen, der sich nicht bewegt, sondern auch wirklich auf dem. Ja, als ein Mensch, der ein paar Bewegungen macht, das heißt, muss jetzt nicht eine Riesenbewegung sein, aber halt einen gewissen Radius hat. Und wenn die das beachten, dann kommt genau das dabei raus, was wir gerade gesehen haben. Schöne Dribbling, enge Dribbling von ihm und natürlich auch schnell erkannt, okay, wo sind die Farben? Und auch schnell reagiert. Die Abhackbewegung war gut, das heißt, die schnelle Richtungswechsel. Wenn ich jetzt zum Beispiel sage, blau, aber er dreht sich eigentlich zu gelb. Schnelle Richtungswechsel, nicht mehr diese Drehung zu machen, das ist sehr, sehr wichtig. Hat aber sehr gut gemacht, deswegen bin ich zufrieden. Gut so. Das Training ist vorbei. Mit Sören, das Training ist vorbei. War sehr gut, hat mir sehr gut gefallen. Haben vieles trainiert, haben vieles angesprochen. Natürlich ist der Fokus bei ihm Schnelligkeit, weil er schon vieles auch technisch sehr gut macht. Aber auf den Fußball laufen, schnelles Laufen, Tempowechsel, das ist das, woran wir arbeiten müssen, versteckt arbeiten müssen. Aber sonst war es heute ein gutes Training und ich hoffe, ja, es hat euch auch gefallen, dass ich euch da mal so mitgenommen habe. Ich will natürlich versuchen, in Zukunft das ein bisschen besser zu machen, aber da könnt ihr mir natürlich auch Tipps geben. Deswegen bis nächstes Mal. Ciao, ciao.